So, weiter geht's, ne? Auf da. Und jetzt ohne zu verkacken. So. Ach, der Penner, der. Hat er mich in die Ecke gedrängt. Ich bin gierig auf Relikte. Relikte sind immer gut. Maske immer must have, ehrlich, ne? Am besten auch schön auf Level 3 jedes Mal. Und dann zusammen mit dem Schwert auf Stufe 5. Das ist immer perfekte Kombo. Gut, haben wir schon mal Level 1 abgehakt von beiden. Jetzt muss ich ihn nur aufleveln. Nicht gelohnt, die Kiste leider. Hätte ich gern alles genommen. Der Dodge Master ist wieder am Start. Ja, nehmen wir auf jeden Fall einen Shop mit. Side-Route. Sehr nice. Fuck, jetzt können die aber auch Gift haben, das ist schlecht. Das ist jetzt gar nicht so geil mit dem Stab. Ach, was mache ich hier? Das ist Geldtrank, aber gut, ist er nicht. Ich habe auch kein Healing Belt oder so, habe ich ja eben nicht mitgenommen.
Dann machen wir nur den Fluch weg, wobei das eigentlich scheißegal war. Holen uns eine Kiste. Ich lieber den Fluch weg gehabt. Nehmen wir auch die Discount Potion mit und Invisible auf jeden Fall. Ja, komm. Er hat natürlich nicht gegönnt. Nehme ich den auch noch mit, jetzt scheiß drauf. Schlüssel nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, Orbit brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal. Ah, leider nur Kacke hier. So. Ja, das mit dem Stab sind die Bälle halt echt kacke, ne? Wegen dem Gift. Probieren wir es erstmal so weiter. Ne? Hat jetzt auch zwar nicht so gelohnt, die Forge, aber komm. Multishot wäre noch wichtig jetzt. Ne? Wäre auf jeden Fall schon mal eine Hilfe. Bumerang wäre jetzt trotzdem noch schadenstechnisch besser. Ja, noch ein Shop. 53. Also ich brauche auf jeden Fall eigentlich auch noch ein bisschen mehr Leben, aber komm. Da wäre jetzt der dritte Expansion Stone schon mal. Zweite Laser. Laser hat auch lange nicht mehr gehabt. Zweite Damage. Dann habe ich eh nur noch Geld für Double Keys. Aber Mikrokosmos ist eh nicht gekommen. Also gut.
C, J. Kaputtes Fenster und die Rune. Passt. Schon wieder. Ärgerlich, sehr ärgerlich. Da wäre der dritte Laser, ne? Nehmen wir den mit. Nee, jetzt gehe ich nicht in den Shop. Mein Mana-Problem. Beastie Fangs haben wir auch clear. Ja, das ist wieder sehr schade. Ich habe auch keine Potion zum Fliegen. Cooldown 0. Doch den nehmen. Gucken, kriegen die wieder mehr Schaden gegeben. Okay, ich glaube, nehme ich jetzt echt die Schwerter einfach mit. Ey. Wir müssten eigentlich gut reinscheppern. Wieder zu wenig Mana. Kann ich eigentlich auch hier reinpacken, weil hier ist Track eh scheißegal. Ne?
DC-Fans haben Bock, hör mal. Geil. Nö. Ich hab Tentakel, Halleluja. Und ich lauf da erstmal rein. Ist nicht dein Ernst. Ne? Da war ich zu nah dran. Okay, Hover ist für die Schwerter jetzt gar nicht so schlecht. Ne? Ich brauche ja auch gar keinen Cooldown eigentlich. Ne? Bombe nehme ich auch wieder weg, das ist schon mal gut, weil die Bombe, die nervt immer hart. Na jetzt. Die Schwerter, die kriegst du aber nicht, Kollege. Ja, jetzt gehe ich in die Forge. Auf jeden Fall. Magic Bullet Plus, cool, ich brauche schon noch eine. Ist doch gar nicht so schlecht. Den können wir auf jeden Fall drehen, den behalten wir und Hover. Ich glaube nicht, dass ich bei den Schwertern bleibe, oder? Nice. Jetzt die Frage, behalte ich die oder? Soll ich die drehen? Jetzt könnten wir schon mal den hier machen. Thank you.
Und es gibt noch Multishot oder so. Navigation, ja, auch gut. Dann schauen wir den raus. Und jetzt tun wir jetzt noch Multishot. Danke. Tja, dann mal raus. Dann eigentlich Damage, oder? Die Fangs haben richtig Bock. Schade, dass noch nicht einmal hier Crit oder Crit Damage gekommen ist. Ich brauche auf jeden Fall noch einen besseren Stab. Noch ein Schwert plus, okay. Thank you.
Aber stimmen hier erstmal die Rockballs ein. Ist für den Boss, glaube ich, ein bisschen entspannter. Nochmal Auto-Tracking, aber der ist eigentlich ganz cool, weil der hat auch Mana-Kosten weniger. Weil der Cooldown ist kacke. Ne? Ich glaube, ich nehme trotzdem erstmal den hier. Und noch ein Drilly Willy, ist auch gut. Ja, komm. No risk, no fun, wa? Nochmal zwei Multishots krieg oder nochmal Navigation wäre auf jeden Fall ganz cool. Expansion Stone, nope. Jetzt könnte ich mir den trotzdem mal mitnehmen, aber nee. Schlüssel auf jeden Fall noch einmal. Navigation ist gut. Nochmal Volley. Nee. Volley plus reicht eigentlich. Hier ist noch zweimal Damage drin, aber für 52 ist halt too much. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie 200 Münzen gehabt hätte oder so, hätte ich das wahrscheinlich gemacht, aber wenn man pleite ist, dann eher nicht. Schade. Thank you.
Easy Fangs haben richtig Bock. Und zu der Burner jetzt, ne? Nehmen wir den noch mit. Falls wir noch mal irgendwie Leben kriegen. Gerne bei der Crit-Maske mal im Schwert, wenigstens so, oder Crit-Maske noch ein Level, hier noch so zwei Stück, ist ja schon edel. So, auf jeden Fall, ich brauche Leben leider. Da ich auch gerne Gold mitgenommen hätte. Den Stein ist echt reingeplumpst. Ja gut, wobei Magic Bullet habe ich ja schon plus. Ne? Beziehungsweise Stufe 2. Noch eine Forge. Nee, ich will noch Leben. Ja, die Schwerter sind auf jeden Fall der Damage Dealer hier. Ne? Wobei, ich habe die Schwerter als ihn.
Rainbow ist vielleicht auch ganz lustig. Nehme ich die Laser mal raus. Oder einmal Schwert raus, dann habe ich eher wieder was für die Distanz. Ne? Gönn doch mal, Junge. Ja, zwei Diamanten lohnt sich jetzt nicht. Also, so ab 4 kann man das ruhig machen. Ja, ich gehe in die Forge. Ich kann hier 2 Raspberries noch zum Schwert. Das wäre auf jeden Fall krass. Jupp. Haben wir den auch. Dann kann ich den auch wegmachen und nehme den Spell Damage Plus mit. Oder Crit. Ich glaube, Crit wäre besser. Ja. Okay, jetzt noch mal Laser Plus und dann habe ich auch Laser 2. Schade. Ja, toll. Ja, einen muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Da ich schon 3 Flüche habe, lohnt sich das mal. Natürlich gar keine Diamanten. Ne? Dann wird er nicht verdoppelt. Ich glaube, ich gehe jetzt direkt nochmal in die Forge rein.
Noch mal Magic Bullet. Fuck, ich bin pleite. Ach, ich hätte Laser gönnen sollen. Hat er leider nicht. Schade. Ich versuch's mal ohne den Cooldown. Vier Kisten, dein Ernst? Ey? Noch mal Crit. Jetzt bin ich über, so schon über 100. Ne? Nee. Trotzdem nur 85%. Ja, gut. Das war Endless Chess. Aber gut, dass das in der Kiste war, die ich zuerst aufgemacht habe. Ja, die Krone ist jetzt nicht so geil. Ah, jetzt scheiß Kisten, muss ich sagen. Abgesehen von der hier. Aber Pandoras Box wäre besser gewesen, auf jeden Fall. Ist okay, aber mehr wie einmal mache ich jetzt nicht, weil ich will das Schild behalten. Also weiter geht's. Leider nicht den, den ich gern gehabt hätte. Aber nochmal ein Drill. Das ist schon mal gut. Ah, trotzdem noch zu wenig Slots, ne? So ein Volley muss ja auf jeden Fall rein. Aber der zählt gar nicht hier, ne? Der zählt ja gar nicht. Ich teste mal, wie das läuft.
Ja, Shop brauchen wir jetzt nicht mit 16 Münzen. Ist jetzt irgendwie nicht so geil, ne? Ich glaube, man muss es doch tauschen. Ich glaube, der war irgendwie vom Gefühl her besser. Komm, gib mir Laser, Junge. Ist auch okay. Ich habe wieder ein bisschen Platz. Aber 10% insgesamt jetzt verloren. Da können wir noch Traction reinhauen. Ist ja auch wieder 5%. Dann gibt mir halt nochmal Damage oder so. Ah, mit Strong Traction, das ballert nochmal anders. Ne?
Nee, den nehme ich jetzt nicht mit. Ey. Plus brauchen wir nicht. Ich glaube, ich habe jetzt im Raum vorher gar nicht mehr geguckt, was ich hatte. Ne? Scheiße, hab ich wieder vergessen. Na gut, für umsonst ist okay. Pyrocore wäre sehr episch jetzt auf jeden Fall. Oder der hier. Weil Stufe 2. Ne? Eis. Passt, ne? Passt. Ja, aber nochmal kann ich mir jetzt nicht erlauben. Ja. Also ich könnte zwar jetzt den Trank benutzen. Ja, oder? Machen wir aber anders. Ich drehe jetzt nochmal und benutze dann den Trank. Komm, gib mir die Glatze. Oder hier. Das haben die halt auch so gemacht, dass man nur einen Dreh schafft, leider. Ne? Oh. Hat, also, ja. Hat sich, hat gegönnt, ne? Und Fluch kann man wegmachen direkt. Dann die beiden auf jeden Fall raus und Pyrocore Ahoy. Ich bin gerade echt überlegen, ob ich mit den 29 Münzen jetzt nochmal in die Forge gehe. Mache ich auch. Halt gern noch Laser upgraden. Ne? Okay, das wäre auch nicht schlecht. Ich habe kein Geld mehr. So ein Cheat. Das wird jetzt wieder schwierig. Alles auf 2, ne? Das ist immer so ätzend, wenn du nur 2er-Pärchen hast und das Spiel gönnt nicht. Aber der Pyro-Port, der gönnt. Auch eventuell noch mal Kies. Hat ich wieder nicht geguckt, was hatte. Ne? Ach, Dreck. Shop, nee, Shop brauche ich nicht. Irgendwie nervt mich das mit dem Black Hole.
Hoffnung ist noch nicht aufgegeben. So, entweder noch ein Rainbow. Mal Laser oder noch ein Laser. Also ich brauche schon ein Rainbow oder ein Laser. Ne, zwei Laser. Ah, das wird wahrscheinlich wieder alles dabei bleiben. Ne? Ah, ist mir jetzt zu spät und ich habe keine Flüche. Wenn ich jetzt schon 4-5 Flüche hätte, würde ich die sofort nehmen, aber... nö. Dann lieber Crit. Ne? Dann bin ich jetzt nämlich wieder auf 100%. Jawohl. Schwert. Jetzt gönn mir mal das Schwert. Toll, hätte ich besser zuerst aufgehoben. Wobei, ne, hätte nichts gebracht. Wenn man einmal den Raum betreten hat, ist das schon safe. Also. Ach nee, ey. Dieses Kack-Schieberätsel. Ne? Also manchmal. Wie gesagt, manchmal sieht man es auf den ersten Blick so halbwegs, aber hier sehe ich das wieder irgendwie gar nicht. Ey. Vor allem muss das Ding da hoch, das muss hier, der muss eins rüber und das kriege ich irgendwie nie geschissen. Ja, so ist ja schon mal fast alles richtig. Ne? Und das muss halt alles eins rüber. Jetzt habe ich schon wieder das Problem, das ist das hier unten. Das muss jetzt eigentlich da rein, wo ich stehe. Ne? Ach, das ist aber auch immer doof. Einfach. Das war richtig, aber jetzt ist der hier falsch. Ne? Und wenn ich jetzt mit dem nach unten gehe, kann ich ja nur die tauschen. Das ist irgendwie... Ach, es ist einfach Essen. Ne? Jetzt passt auch wieder fast, aber jetzt muss das Ding hier oben hin. Keine Ahnung. Ne? Einfach nicht so belohnt, dieses scheiß Rätsel. Ah, Schatz. Ha, ich bin's einfach. Guck mal, ich bin's einfach. So. Aber gut, Pyrocore habe ich ja eh schon. Nehmen wir nochmal Geld mit, ne? Falls noch eine Forge kommt. Damage ist auf jeden Fall krass, aber jetzt ist der Kuh dann halt auf jeden Fall das Problem. Ne? Und da ist eine Forge. Geil. Drehen wir den Spirit noch weg. Komm, jetzt wäre geil, wenn da noch ein Laser drin ist. Ja, passt. Hier haben wir noch Rainbow Plus. Noch ein Expansion Stone. Okay, den behalte ich. Dann drehen wir das Black Hole auch noch ein bisschen. Und da ich jetzt auch die ganze Zeit in den Forgen war, ...83. Damage ist für die Rainbows auf jeden Fall auch krass.
Noch einmal Damage wäre auch gut, dann hätte ich nämlich noch so ein Ding, ne? Ach, wobei, ne, Quatsch, dann würde mir nur eins fehlen. Ne, Quatsch, eins, zwei, ja, eigentlich auch drei. Ja, kriegen wir das vielleicht noch hin? Ultra. Nice. Achso, der Traum von den Lasern, der ist auf jeden Fall gelaufen. Ne? Aber hey, drei, also beziehungsweise ein, zwei, drei, sechs, zwei Sterne-Spells ist auch schon mal ganz gut. Ne? Kann man sich jetzt eigentlich nicht beschweren. Ne? Ich guck mal, ob ich das vielleicht noch auf den Expansion Stone gedreht bekomme. Nice. Dann gehe ich jetzt nämlich nochmal auf 85% und krieg nochmal zwei Slots. Nicht, dass ich die jetzt irgendwie brauchen würde, aber hey. Und jetzt kann ich das noch drehen, vielleicht in Mana Drain und durch die Laser ersetzen. Ne? Weil 5 geht erst, ne, wenn ich den plus plus hätte. Ne? Dann könnte man, wenn ich schon Mana Drain kriege, würde ich jetzt dann nochmal den Multishot mit einbauen. Ist ja dann scheißegal. Schauen wir mal. Ja, hoffe, es ist gar nicht so schlecht wie die Schwerter, ne? Oder soll ich nochmal Arcanova benutzen? Ich verwahre die noch für den Endboss und verdoppel ich da nämlich alles. Ne? Nochmal Spells. Pyrocore reicht eine eigentlich. Und Schwerter sind ja groß. Ne? Kann man sich nicht beschweren. Bringt jetzt auch nichts mehr. Kann man auf die Mana-Box reinpacken. Voll da reingerannt. Die Schockwelle. Ah, Thundercore. Auch nicht schlecht. Dann packe ich die Mana-Box nämlich wieder raus. Und dann bin ich auch schon leider beim Boss. Mana Drain, ah, guck, da ist er. Gerade sagen, Mana Drain wird nichts mehr, aber doch, doch. Weil man auch sagen muss, die Laser geben mir halt auch wieder Cooldown, ne? Das ist jetzt natürlich auch so eine Sache. Also
war auf jeden Fall easy, aber hat doch schon ein bisschen was gedauert. Ne? Ach, Alter, ich bin so ein Honk, ne? Ach lol, das zählt für die gar nicht, okay. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, der also, dass das nicht für das Blut gilt, okay, aber ich dachte, das gilt wenigstens auch für die Lilanen, hatte ich jetzt irgendwie im Kopf. Ja, auf jeden Fall den hier, ne? Da habe ich nämlich nochmal mehr Slots, auch wenn ich die jetzt nicht unbedingt brauche. Und noch ein Drill. Ja, das bringt mir halt eigentlich nichts, ne? Weil ich nichts habe, was ich dafür jetzt reintun kann. Ne? Aber ist trotzdem halt cool. Ne? So. Oder ich verdoppel jetzt nochmal den Pyro-Core, ne? Dann kriegt er jetzt halt zwei Multishots rein. Nochmal Power Traction. So, dann passt das doch. Ne? Wäre es halt cool, wenn ich irgendwie noch einmal Cooldown kriegen würde. Die sind jetzt halt echt schon teilweise wieder echt teuer. Also Volley plus wäre doch cool gewesen, dann noch Laser plus 2. Ne, dann weiß ich nicht, hier die Mana-Box raus. Dann könnte man hier noch einen fünften Spell reinklatschen. Das wäre doch ganz geil gewesen. Mal gucken, ob es vielleicht mit den Schwertern reicht. Okay. Okay, Schwerter sind nochmal größer geworden gerade. Aber die haben zu viel Scatter nach hinten, ne? Und Mana Drain kommt da auch nicht hinterher. Schaden ist krass auf jeden Fall. Also wenn man jetzt überlegt, wenn ich das auf Dauerspam hätte, dann wäre ich auf jeden Fall schon längst tot. Gerade auch ein bisschen irritierend. Die Schwerter sind hinter mir, aber die Kugeln prallen irgendwie trotzdem von denen ab. Ne? Sieht da zumindest so aus. Ja. Easy. Ja, haben wir den auch noch geschafft. Ja, ja, war es natürlich blöd. Ne? Also auf Dauerspam hätte es wahrscheinlich, keine Ahnung, 2-3 Sekunden gedauert, wären alle tot gewesen.
Aber der Schaden war schon echt übel, ne? 1500, ey. 237. Wenn ich jetzt noch das Schwert irgendwie auf Level 4 gehabt hätte, totale Zerstörung, ne? Na gut, GG.